Vorbereitung auf ein Experiment. Julia Köberlein, 34 Jahre, Unternehmerin aus München. Eine Welt ohne Google ist für sie kaum vorstellbar, beruflich wie privat. Suchmaschine, Internetbrowser und E-Mail. Google ist überall. Und dennoch? Ich habe das Gefühl, man kann das schon noch irgendwo ein bisschen steuern vielleicht, was man preisgibt oder was nicht. Hunderte Kilometer entfernt. Ulrich Lintel ist seit vielen Jahren Datenschutzaktivist. Er präpariert für unser Experiment eine Suchmaschine, die wie Google funktioniert. Lintel weiß, die meisten von uns behandeln Google wie ihren besten Freund. In die Suchmaschine, da schreiben Leute einfach offen rein, was sie denken. Also die Suchmaschine belügt man nicht. Wir wollen herausfinden, was weiß Google alles über uns? Welche Gefahren birgt das? Und was plant der Konzern noch? Wie viel geben wir von uns preis, wenn wir Google nutzen? Für unser Experiment sucht Julia Köberlein im Internet nach Themen, die sie interessieren. Ulrich Lintel kann alles beobachten. Was er weiß, weiß auch Google. Denn Köberleins Rechner hat im Internet eine eindeutige Kennung, die IP-Adresse des Computers. Also ich sehe jetzt einen Eintrag mit dem Suchbegriff Wellnessurlaub. Und ich sehe hier auch die IP-Adresse des Anfragers. Kann auch sagen, von welcher Art von Rechner, also ist es in dem Fall ein macOS. Und es wird ein Firefox-Browser verwendet. Julia Köberlein kennt sich im Internet aus, hat dort selbst das Nachrichtenportal Der Kontext gegründet. Sie weiß, Suchanfragen können beobachtet werden. Zum Beispiel, um den Internetnutzern gezielt Werbung anzuzeigen. Große Sorgen macht sie sich allerdings nicht. Ich finde es immer sehr lustig, welche Werbung mir angeboten wird teilweise. Bevor ich geheiratet habe, wurden mir auch gar keine Brautmoden angeboten, sondern eher so Moden für, was ich zur Hochzeit meiner besten Freundin anziehen kann oder sowas. Das ist auch noch interessant. Also man merkt schon nach dem, was man sucht, was man für Werbung bekommt. Diese Werbung kommt von riesigen Netzwerken, die Sekunden genau auswerten, was wir im Internet tun. Basierend auf unseren Interessen zeigen sie Werbung auf Webseiten an und verdienen an jedem Klick mit. Das größte dieser Netzwerke gehört Google. Schon bei der Nutzung der Suchmaschine gibt Julia Köberlein etliche Daten preis. Für Google sind wir ein offenes Buch. Nach wenigen Minuten hat Ulrich Lintel anhand ihrer Suchbegriffe ein präzises Persönlichkeitsprofil von Julia Köberlein erstellt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das eine eher linksliberale Person ist, besser situiert und sozial engagiert, aber auch jemand, der sich selber etwas vergönnt. Also das sind jetzt schon sehr viele Dinge, die man da ziemlich genau herausinterpretieren kann. Linksliberal? Gut situiert, hohes Bildungsniveau, sozial engagiert, Veganerin, freizeitorientiert und sie tut sich selbst gerne etwas Gutes. Was sagen Sie denn zu dem Ergebnis? Ja gut, ich habe studiert, habe ein Interesse, anderen zu helfen. Insofern, das stimmt schon, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie was super persönlich Privates ist. Insofern bin ich jetzt nicht so schockiert. Julia Köberlein schätzt die Qualität der Google-Suchergebnisse und ist bereit, dafür mit ihren persönlichen Daten zu zahlen. Und nicht nur sie. Tag für Tag füttern die meisten von uns Google mit unzähligen Daten. Und das ermöglicht Google, noch viel genauere Persönlichkeitsprofile zu erstellen als in unserem Experiment. Dennoch betrachten viele die Google-Dienste vor allem als nützliche Helfer im Alltag. Und gerade das macht sie für Kritiker so gefährlich. Siva Vaidyanathan ist Medienexperte an der Universität von Virginia. Er hat sich jahrelang intensiv mit dem Phänomen Google beschäftigt und ein Buch geschrieben, Google ist überall, heißt es.
ein internationaler Bestseller und ein Weckruf. Weil Google so gut darin ist, uns zu verstehen und vorherzusagen, was wir möglicherweise wollen, trainiert uns Google ständig, ihm zu vertrauen. Jeder, der Google regelmäßig benutzt, ist eine andere Person als vorher. Das ist gefährlich. Wie gefährlich der sorglose Umgang mit der Suchmaschine sein kann, verdeutlicht ein Interview mit Google-Chef Eric Schmidt aus dem Jahre 2009. Freimütig gibt er im amerikanischen Fernsehen zu, Google sammelt massenhaft Daten. Und ja, auch die Regierung hat Zugriff darauf. Wenn Sie etwas tun wollen, was niemand wissen soll, sollten Sie es besser nicht tun. Und wenn Sie wirklich diese Art von Privatsphäre brauchen, dann müssen Sie wissen, Suchmaschinen, darunter auch Google, speichern all diese Informationen für eine gewisse Zeit. Und da wir alle dem Patriot Act unterliegen, müssen wir diese Informationen auch den Behörden zur Verfügung stellen. Dass der Preis für Google-Nutzer hoch sein kann, wissen auch die Entwickler der Suchmaschine Startpage. Die sammelte früher ähnlich viele Daten wie Google, bis zu einem Schlüsselerlebnis ihres Geschäftsführers. Ich habe unsere Techniker gefragt, welche Daten speichern wir? Sie sagten, wir wissen, von welchen Webseiten die Nutzer kommen. Wir kennen die Internetadressen ihrer Computer. Wir wissen, wonach sie suchen. Wir wissen, welche Suchergebnisse sie anklicken und auf welche Seiten sie dann gehen, wie lange sie das tun, bevor sie zurückkommen. Und wir wissen das nicht nur bei einer Suche, sondern bei allen ihren Suchanfragen. Und Google weiß sogar noch mehr. Das Unternehmen analysiert das Verhalten der Internetnutzer nicht nur selbst. Es hat eine Anwendung entwickelt, mit der auch Webseitenbetreiber das Verhalten ihrer Nutzer beobachten können. Google Analytics. Und auf diese Daten kann Google zugreifen. Grundsätzlich ist es so, dass Sie zum Beispiel auf 50% aller Webseiten Google Analytics haben. Über Google Analytics kann der Anbieter, also der die Webseite anbietet, kann dort entsprechend Daten, Besuchszeiten, welche Seiten wurden besucht, von welcher IP-Adresse, aus welchem Land etc. etc. Und diese Daten stehen natürlich dann auch Google zur Verfügung. Und Google Analytics weiß erstaunlich viel über die Webseitenbesucher. Da gibt es Kinoliebhaber, Reiselustige oder Hobbyfotografen. Sogar Alter und Geschlecht der Nutzer kennt Google. Außerdem warnen die Startpage-Experten vor kostenlosen Mail-Angeboten. Gerade sie seien ein offenes Buch. Google Mail sei da keine Ausnahme. Es ist insofern wichtig, weil diverse Anbieter einfach mittlerweile die gesamten Inhalte auslesen, speziell bei den Gratisdiensten. Man muss sich immer vorstellen, irgendwo muss ein Projekt sich refinanzieren. Das heißt, es gibt im Internet nichts kostenlos. Firmensitzung auf dem Motorboot. Bei Startpage arbeiten sie eng mit Google zusammen und setzen inzwischen trotzdem ganz auf Datenschutz. Wer bei Startpage einen Suchbegriff eingibt, erhält die gleichen Ergebnisse wie bei Google. Die Suche bleibt aber anonym. Google erhält für die Ergebnisse keine Nutzerdaten, sondern Geld von Startpage. Im Gegenzug verdient Startpage immer mit, wenn einer seiner Nutzer auf eine Werbeanzeige klickt. Ein einträgliches Geschäftsmodell für die Niederländer. Vor allem seit den Enthüllungen von Edward Snowden über die flächendeckende Internetüberwachung durch den amerikanischen Geheimdienst NSA. Edward Snowden hat enthüllt, welche Massen an Daten gesammelt werden. Nicht nur von Suchmaschinen wie Google, Yahoo und Bing. Das war wirklich schockierend und hat vielen Leuten die Augen geöffnet, wie wichtig der Schutz ihrer Privatsphäre ist. Man sieht es auch an unserem Wachstum. Wir haben unser Geschäft in den 2 Monaten nach den Snowden-Enthüllungen fast verdoppelt. Startpage ermöglicht es, bei Google zu suchen, ohne seine Daten preiszugeben. Und Google lässt das Unternehmen gewähren. Wer sich aber mit dem Internetgiganten anlegt, hat schlechte Karten. In San Francisco arbeiten ebenfalls Firmen an mehr Datenschutz im Internet. Eine davon in dieser Garage. Die Firma Disconnect Me
und ihr Gründer Casey Oppenheim betrachten Google allerdings weniger als möglichen Geschäftspartner, sondern vielmehr als Bedrohung. Je mehr Wissen jemand über sie hat, desto mehr Macht hat er über sie. Und im Falle von Google nutzen sie die Daten, um ihnen Dinge zu verkaufen. Bei Disconnect haben sie ein Programm für Handys und Computer entwickelt, das sich jeder herunterladen kann. Damit wird Internetwerbung blockiert, sofern sie Nutzerdaten sammelt. Das Programm zeigt auch an, wer das Surfverhalten der Internetnutzer beobachten will. In unserem Fall sind es nach nur 3 Tagen 977 Versuche. Besonders häufig taucht dabei ein Name auf: Google. Sie verfolgen alle möglichen Aspekte unseres Lebens, worüber wir nachdenken, wonach wir suchen, wohin wir gehen, was wir tun, was wir kaufen. Und diese Informationen nutzen sie dann, um uns sehr gezielt Werbung anzuzeigen. Dieses Geschäftsmodell sah Google durch Disconnect offenbar bedroht. Der Konzern warf das Programm aus seiner Online-Verkaufsplattform heraus. Google sagte, dass sie uns hinauswarfen, weil wir Werbung innerhalb von Apps blockieren würden. Das stimmt, aber wir blockieren nicht jede Werbung. Uns geht es auch nicht um die Werbung. Uns geht es um die unsichtbare Rückverfolgbarkeit durch die Werbung. Davor wollen wir unsere Nutzer schützen. And user security. Wie kommt es, dass ein Internetgigant mit dem Motto "Don't be evil", sei nicht böse, einem winzigen Anbieter den Vertrieb seiner Datenschutzprogramme erschwert? Casey Oppenheim hat da eine Vermutung. Google war in vielen Bereichen extrem erfolgreich, hat es aber nicht geschafft, über sein fast ausschließlich auf Werbung basierendes Geschäftsmodell hinauszuwachsen. Sie verlassen sich fast für ihre gesamten Umsätze auf die Werbung. Und je mehr Informationen sie über uns sammeln, umso mehr Geld können sie mit Werbung machen. Auf Wieso-Anfrage verweist Google darauf, dass Disconnect die Geschäftsmodelle anderer Programme behindert und somit gegen Google-Richtlinien verstoßen habe. Wir treffen einen Insider. Brian Kanish hat 7 Jahre lang als Programmierer für Google gearbeitet. Dann stieg er aus. Er weiß, dass Werbeeinnahmen für den Konzern wichtig sind. Schließlich sind die meisten Google-Dienste kostenlos. Die Google-Dienste sind sehr praktisch. Etwa Gmail und die Suche. Sie sind sehr nützlich. Aber offensichtlich müssen die Leute dafür bezahlen. Und weil sie derzeit nicht mit Geld bezahlen, bezahlen sie mit anderen Dingen, wie etwa ihren persönlichen Daten. Es ist ein hochbrisanter Wandel unserer Welt, vor dem Brian Kanish warnt. Nur Experten verstünden die Komplexität dieser Gefahr. Die meisten, so befürchtet Brian Kanish, hätten darüber noch nie nachgedacht. Ihre Suchhistorie ist fast wie ein Echtzeitprotokoll Ihrer Gedanken. So viel über so viele Menschen zu wissen, ist gleichermaßen eine enorme Macht und eine enorme Verantwortung. Die Macht von Google ist für Brian Kanish im Alltag eines jeden konkret auszumachen. Google beeinflusst Entscheidungen, die wir ohne die Suchmaschine vielleicht ganz anders getroffen hätten. Wenn Sie an einen ganz gewöhnlichen Tag denken, wie sehr könnte dieser durch Google beeinflusst werden? Etwa, ob das Restaurant, nach dem Sie suchen, unter den ersten Suchtreffern erscheint. Das könnte entscheiden, ob Sie in dieses Restaurant gehen oder nicht. Es gibt selbstverständlich schwerwiegendere Arten der Beeinflussung Ihres Lebens, etwa politische Entscheidungen, welche Informationen Ihnen über einen Politiker angezeigt werden. Ich frage mich, wie ernst Google die ethische Verantwortung seiner Macht nimmt. Weil sich inzwischen so viele auf die Google-Angebote verlassen, wird der Datenschatz immer größer. Gespeichert werden diese Daten in 13 gigantischen Rechenzentren rund um den Globus. Kritiker sehen darin eine große Gefahr. Google hat mehr Daten als wahrscheinlich jede andere Organisation auf der Welt. Die einzige mögliche Ausnahme ist die NSA. Das gibt ihnen eine enorme Macht.
Die Macht von Google lässt sich auch an Zahlen ablesen. Mit einem Börsenwert von 425 Milliarden Euro ist Google das zweitgrößte Unternehmen der Welt und liegt damit hinter Apple und vor Microsoft. Im Vergleich dazu wirken deutsche DAX-Schwergewichte wie Daimler mit einem Börsenwert von 77 Milliarden Euro, Siemens mit 74 Milliarden und BMW mit 56 Milliarden geradezu klein. Google ist also eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Google hat so gut wie keine Schulden. Google macht jedes Jahr über 20 Milliarden US-Dollar operativen Cashflow. Allein unter finanziellen Gesichtspunkten ist es ein extrem wertvolles und damit auch mächtiges Unternehmen. Im Jahr 2002 machte Google einen Umsatz von 364 Millionen Euro. 12 Jahre später waren es 54,5 Milliarden. Die Prognosen des Verwaltungsratsvorsitzenden Eric Schmidt aus früheren Jahren scheinen sich damit mehr und mehr zu bewahrheiten. Man sollte Daten nicht fürchten, sondern schauen, dass man damit Geld verdient. Ich bin da optimistisch. Yvonne Hofstetter beobachtet Google mit Sorge. Sie entwickelt mit ihrem Unternehmen seit mehr als 10 Jahren Computersysteme im Bereich der künstlichen Intelligenz. Auch Google verwendet solche Technik. Obwohl Yvonne Hofstetter mit der Analyse großer Datenmengen Geld verdient, warnt sie zugleich vor den gesellschaftlichen Folgen eines ungebremsten Technik-Hypes. Google werde seinem Motto Don't be evil, sei nicht böse, schon lange nicht mehr gerecht. Das gehört mit zur Idee der Silicon Valley Geschäftsmodell. Ich verdränge alles. Ich möchte nicht nur einfach ein bisschen besser sein als die anderen, ich möchte hundertfach besser sein als die anderen und es hat keinen Platz eines anderen neben mir. Auch hier wieder die Idee der Alternativlosigkeit, die sehr undemokratisch ist. Das heißt, die Geschäftsmodelle sind tatsächlich so gemacht, dass uns gar keine andere Wahl mehr bleibt, als genau diese Services zu nutzen, weil alles andere verdrängt worden ist. Also solch ein Vorwurf ist definitiv absurd. Die Wirtschaftsberatungsgesellschaft Deloitte hat jüngst herausgefunden, dass in ganz Europa nur durch das Android-Betriebssystem, also das Betriebssystem für mobile Geräte, was von Google mitentwickelt worden ist, über 440.000 Arbeitsplätze neu geschaffen worden sind. Bis in die 7.000 Einwohner Kleinstadt Otterndorf reicht die Wirtschaftsmacht von Google. Wie viele in dieser Gegend vermietet auch Reinhard Spörer ein Ferienhaus. Über Google kommen knapp die Hälfte seiner Buchungen. Ohne die Suchmaschine könnte er das Haus Brausewind nicht gewinnbringend betreiben. Und wie jeder Unternehmer ist Reinhard Spörer davon abhängig, wie weit vorne ihn Google in seiner Ergebnisliste anzeigt. Und es kann also gut sein, dass man, wenn man jetzt oben bei Google ist, auf der ersten Seite, die Regeln nicht vorausgeahnt hat und dann fällt man auf die zweite, dritte Seite zurück und der Umsatz bricht ein. Reinhard Spörer ist das passiert. Denn Google hält das genaue Zustandekommen seiner Suchergebnisse geheim. Das Haus Brausewind landete in den Google-Ergebnissen plötzlich nur noch auf Seite 15. Das hatte dramatische Folgen. Die Besucherzahlen auf der Website sind um ein Drittel zurückgegangen und die Buchungen auch. Und das reichte nicht, da haben wir Verlust gemacht. Wegen des schlechten Rankings an der Webseite bei Google suchte Reinhard Spörer nach einer Alternative und schaute sich auch andere Suchmaschinen an. Darunter Bing, die Suchmaschine von Microsoft. Ich habe die Webmaster-Tools von Bing beispielsweise mal hergenommen und habe meine Seite auf Bing optimiert. Und siehe da, auf einmal taucht unser Ferienhaus bei Bing auf der ersten Seite ziemlich weit oben auf. Der Marktanteil von Bing liegt in den USA bei rund 11%. In Deutschland sind es nur rund 2%. Hier setzen gut 95% der Nutzer auf die Google-Suche. Ja, das liegt ja an einem selber. Wenn man immer nur bei Google sucht, dann wird Google immer das meiste Geld verdienen und immer vorne sein. Meine Tendenz aus meiner Berufserfahrung ist, suche mehrere Anbieter und versuche, Marktmächte zu brechen. Das Ranking des Hauses Brausewind hat sich bei Google in letzter Zeit wieder verbessert. Verlassen will sich Reinhard Spörer darauf aber nicht. Diese Firma hat sich dagegen eng an Google gebunden. Für Google selbst ist sie ein Vorzeigeunternehmen.
Die Silixon Group aus Emstetten vertreibt Beamer und Leinwände über das Internet. Christoph Herz hat Silixon gegründet. Ich und mein Mitgründer haben 2003 die Firma direkt nach unserem Abitur gegründet und sind zu zweit gestartet und sind heute mit über 100 Mitarbeitern in 9 europäischen Ländern aktiv und machen einen Umsatz von ca. 60 Millionen Euro. Das alles verdanke er Google, sagt Christoph Herz. Denn das Wachstum seiner Firma fiel mit jenem des Internetgiganten zusammen. Und Silixon setzte von Anfang an auf Werbung bei der damals noch weitgehend unbekannten Suchmaschine. Wir haben mit Google zusammengearbeitet, wir hatten Gespräche gemeinsam, welche Märkte können interessant sein für eine internationale Expansion. Und seit 2008 sind wir dann in viele europäische Märkte expandiert. Und somit glaube ich, dass es unsere Unternehmung so ohne Google gar nicht gäbe. Über Werbeanzeigen auf Google findet Silixon seine Kunden. Wer nach einem Videobeamer sucht, bekommt zuerst die Produkte von Beamer Shop 24, dem Angebot von Silixon, angezeigt. Google versteigert die Werbeplätze und verdient an jedem Klick. Wie viel, will uns Christoph Herz nicht verraten. Das kann ich jetzt so natürlich vor der Kamera mit internen Kalkulationen nicht beantworten. Oder möchte ich natürlich nicht. In manchen Branchen, wie etwa Kfz-Versicherungen, sind es mitunter 20 Euro und mehr für jeden einzelnen Klick. Google verdient also mit am Erfolg von Silixon. Wie sieht's aus in Frankreich? Alle Daten von Silixon sind ausgelagert in den Speicher von Google, die sogenannte Cloud. Der Vorteil, Mitarbeiter an allen Standorten können Dokumente gemeinsam bearbeiten. Der Nachteil, Google hat ebenfalls alle Daten. Also wir sind sehr zuversichtlich, dass einer der größten Datensammler weltweit sehr gut mit seinen Daten umgehen kann. Und wenn man die jüngsten Entwicklungen sieht, darf man sich natürlich fragen, möchte man seine Daten lieber im Deutschen Bundestag speichern oder bei Google? Ja, und insofern ist die Frage für uns recht einfach zu beantworten, dass die Datensicherheit bei Google extrem hoch ist und seinesgleichen sucht. Mit Google habe er das große Los gezogen, sagt Christoph Herz. Und von diesem Erfolg träumen viele Nachwuchsunternehmer. Good morning. Das ist nicht Amerika. How was the day? How was the night? Das ist Deutschland. München, Werk 1, ein ehemaliges Industriegelände. Good morning. Hey, how was the night? Was good? Okay. You got to know it, no? You have to get it. So, woohoo! 36 Teilnehmer hat die Google Launchpad Week. 36 Studenten auf dem Sprung ins Unternehmerdasein. Unternehmer im Internet. Google will von Anfang an dabei sein. Ich glaube, wir sind diejenigen, die bei der Geburt so ein bisschen als das Beispiel dienen, wo man hin möchte. Also ich glaube, sehr viele von Ihnen sind auf die Idee gekommen, eigene Firmen aufzumachen, weil sie eben sehen, da gibt es sowas wie eine Google, die gab es vor 12 Jahren gar nicht und heute sind sie ein großer, weltumspannender Konzern, der wichtig ist, der Technologien auf den Markt bringt. Die Teilnahme ist hier kostenlos. Und das ist ungewöhnlich für ein solches Training. Seminare für Unternehmensgründer kosten normalerweise Tausende Euro. Dass Google dafür nichts verlangt, ist typisch für die Strategie des Unternehmens. Es setzt weniger auf kurzfristige Profite. Seine Investitionen sollen sich langfristig auszahlen. Google will die Nachwuchsunternehmer früh an sich binden. So wie ihn. Stefan Friedrich ist mitten im Studium und kommt an Google nicht vorbei. Auf ein Leben als Unternehmer werde man an deutschen Universitäten kaum vorbereitet, sagt er. Der Staat ziehe sich immer weiter zurück. Diese Lücke nutzt der Internetgigant aus und schafft Abhängigkeiten. Firmengründer werden eben von Google ausgebildet. Und auch, wenn das nichts kostet, zahlt Stefan Friedrich einen Preis. Daten, die ich natürlich hergebe, also mein Userverhalten wird natürlich komplett aufgezeichnet. Auch ich habe ein Android-Telefon, was ja das Betriebssystem von Google ist. Und es ist schon erschreckend, dass dann auch die gesamten Geolocations die ganze Zeit aufgezeichnet werden und dass sie im Prinzip immer wissen, was ich wo mache. Ja. Trotzdem sind Sie hier? Genau, trotzdem bin ich hier. Also ich sehe einfach die Vorteile für mich überwiegend den Nachteil. Wir werden
uns sehr auf Google verlassen müssen auch, weil wir nicht die Expertise im Team haben, auch nicht die Finanzen, um das zu stemmen. Und Google gibt eine einfache Möglichkeit, mit relativ wenig Kosten, kaum finanziellen Risiko, so eine zum Beispiel Web-Infrastruktur für uns aufzusetzen. Mit der Macht und dem wirtschaftlichen Erfolg wächst auch Google selbst. Rund 50.000 Mitarbeiter sind inzwischen an 70 Standorten weltweit tätig. Vom Mediziner bis zum Autoingenieur. Sie alle sehen sich als Speerspitze des technischen Fortschritts. Und Google versucht immer weiter in unseren Alltag vorzudringen. Ein Beispiel, das selbstfahrende Google-Auto. Gesteuert alleine von Kameras und Sensoren. Ein Lenkrad gibt es hier nicht. Weniger bekannt ist dieses Google-Projekt. Vor 2 Jahren erwarb der Internetgigant den Militärtechnikhersteller Boston Dynamics. Der vierbeinige Transportroboter Big Dog könnte künftig unsere Pakete zustellen. Im Test auch Ballons, die an den entferntesten Orten Internetempfang ermöglichen. Mit vielen Projekten, sogenannten Moonshots, entfernt sich Google immer weiter von der Suchmaschine, mit der alles begann. Als Konsequenz daraus gab sich der Konzern im Sommer 2015 eine neue Struktur und gründete die Dachgesellschaft Alphabet. Die unterteilt sich in 2 Bereiche. Zur Kernmarke Google gehören neben der Websuche weiterhin die weltgrößte Videoplattform YouTube, das Smartphone-Betriebssystem Android und die angeschlossene Verkaufsplattform Google Play Store sowie Google Maps und das Werbegeschäft AdSense. Als eigenständige Firmen unter dem Dach der Holding finden sich das Forschungslabor Google X mit Projekten wie dem selbstfahrenden Auto, der Haustechnikanbieter Nest, die Investmentgesellschaften Google Capital und Google Ventures sowie Google Fiber, das Glasfasernetze für schnelles Internet verlegt. Das wohl ambitionierteste Projekt ist die California Life Company, kurz Calico, die sich mit einem Milliardenetat dem Kampf gegen das Altern verschrieben hat. Kurz vor der Marktreife steht dieses Projekt. Eine intelligente Kontaktlinse für Diabetiker. Die entwickelt der Alphabet-Konzern mit dem Pharmaunternehmen Novartis. Spezielle Sensoren sind in der Lage, über die Tränenflüssigkeit den Blutzuckerspiegel zu messen. Die Daten können an jedes mobile Gerät übermittelt werden. So soll Diabetikern der Alltag erleichtert werden. Ein Gedanke, der laut Google bei allen neuen Projekten erst einmal im Vordergrund steht. Den Menschen das Leben zu erleichtern. Was wir versuchen, was die Tausenden von Entwicklern bei Google versuchen, sind große Fragestellungen, die noch nicht gelöst sind, auf technischem Wege zu lösen. Wenn Sie sich nur überlegen, dass Google schon seit mehr als 7 Jahren an fahrerlosen Autos auch mitentwickelt und einen Weg versucht zu finden, um die über 1 Million Verkehrstoten pro Jahr auf der Welt auch letzten Endes herunterzubrechen, diese Zahl. We are all so excited und so weiter, all excited. Und es ist so wunderbar, dass wir die Menschheit beglücken können und dass alles wird besser und alles wird wunderschön. Ich komme mal wieder runter, ja, geht um ein Geschäftsmodell und interessant, was da vorgestellt wird. Aber dahinter verbergen sich natürlich knallharte ökonomische Interessen. Und die gilt es zu verteidigen. Finanziert werden die neuen Projekte vor allem durch Googles Werbeeinnahmen. Die Grundlage für dieses Milliardengeschäft ist das Sammeln von Daten. Strenge Datenschutzgesetze sind folglich Gift für das Unternehmen. Umso wichtiger die Nähe zu den Mächtigen. Die Google-Repräsentanz in Washington. Hier gab die Firma im ersten Halbjahr 2015 laut Lobby Control fast 10,5 Millionen Dollar für Lobbyarbeit aus. In der Obama-Regierung sind die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin besonders gut vernetzt.
Es gab einen Bericht, wonach Google-Lobbyisten durchschnittlich jede Woche im Weißen Haus gewesen sind, seit Präsident Obama im Jahr 2008 gewählt wurde. Sie waren einer der größten Unterstützer von Barack Obama. Ob er ohne Google hätte gewinnen können? Wahrscheinlich nicht. Auch die deutsche Hauptstadt wird für Google immer wichtiger. Das Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Ein Forscherteam aus über 30 Wissenschaftlern untersucht hier Entwicklungen im weltweiten Netz. Im Februar dieses Jahres hatte ich angekündigt, dass Google ein neues Internetinstitut in Berlin gründen wird. Heute kann ich sagen, dass wir es geschafft haben. Und das Wichtigste ist, das Institut ist absolut unabhängig von Google. Wirklich? Im Gründungsjahr 2011 leistete Google eine Anschubfinanzierung von 4,5 Millionen Euro. Bis 2018 sind 9 Millionen zugesagt. Wie unabhängig kann Forschung da noch sein? Der Direktor beschwichtigt. Es gibt Interessen, und sicherlich hat Google Interessen gehabt, das zu fördern. Ein Interesse kann sein, dass man sozusagen der deutschen Forschungslandschaft etwas Gutes tun wollte, dass man hier Internet- und Gesellschaftsforschung fördern wollte. Das ist eine Möglichkeit. Christina Deckwirth hält das jedoch für nicht sehr wahrscheinlich. Sie beobachtet die Lobbyszene in Berlin seit Jahren und ist überzeugt, die vielen Google-Millionen dienen einem bestimmten Zweck. Wenn Google ein ganzes Institut mit initiiert, finanziert, auch noch im Stiftungsrat sitzt, ist dieses Institut natürlich nicht komplett unabhängig von Google. Wir wollen wissen, wie unabhängig ist das Institut wirklich? Wir bitten den grünen Bundestagsabgeordneten Dieter Janicek, uns auf einer Abendveranstaltung des Instituts zu begleiten. Das Thema: der Umgang mit großen Datenmengen. In der ersten Reihe ein alter Bekannter, der Google-Sprecher für Nordeuropa. Neben ihm die Hauptrednerin des heutigen Abends, Isabel Sonnenfeld. Sie leitet bei Google das News Lab. Darin bietet Google unter anderem Stipendien und Schulungen für Journalisten an. Isabel Sonnenfeld hat eine ganz besondere Mission. Wir wollen sichergehen, dass Journalisten das Handwerkszeug haben, aus unseren Daten etwas Sinnvolles zu machen und ihre Geschichten zu verbessern. Manch einem im Publikum wird bei so viel Nähe Angst und Bange um die journalistische Unabhängigkeit. Jetzt arbeiten sie sogar mit den mächtigsten Verlagen in Deutschland zusammen, die Google eigentlich kritisch begleiten sollten. Am Ende des Abends fällt auch das Urteil von Dieter Janicek über das Humboldt-Institut eindeutig aus. Der Name Humboldt steht ja für Wissenschaftsfreiheit. Was ich heute gesehen habe, war ein Institut, das von Google abhängig ist und Google protegiert. Also Google konnte heute seine Produkte vorstellen, eine Diskussion über Big Data führen, die nicht kritisch geführt war. Erst als am Schluss das Publikum was gesagt hat und gefragt hat, da kamen überhaupt nach 1,5 Stunden die ersten kritischen Fragen. Für den Wirtschaftspolitiker durchaus bedenklich. Schließlich wurde ein Mitarbeiter des Humboldt-Instituts schon als Experte in einem Bundestagsausschuss gehört. Im Mai 2015 ging es hier um die Auswirkungen der Digitalisierung auf die deutsche Wirtschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, als Sachverständiger waren neben 4 Professoren aus ganz Deutschland auch Robin Tech vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft als Experte geladen. Wunderbar, ja, auch von mir natürlich vielen Dank für die Einladung. Das ist heute auch eine Premiere hier für mich. Unter den Abgeordneten damals Dieter Janicek, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Wie viele seiner Kollegen schätzte er lange Zeit das Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft als unabhängigen Ratgeber. Heute ist das Vertrauen in die angeblich unabhängigen Experten vom Humboldt-Institut für den Politiker Dieter Janicek nachhaltig gestört. Sie haben mich da auch ein bisschen bewegt, muss ich sagen, weil ich es mir zum ersten Mal auch dieses Institut so angeschaut habe. Das habe ich vorher nicht. Deswegen haben wir da auch in der Vergangenheit nicht drauf geschaut. Das muss ich auch offen zugestehen. Während der Politiker über Googles Einfluss ins Grübeln gerät,
stellt sich der Konzern als Förderer der Wissenschaft dar. Wir haben keinerlei Einfluss auf die Forschung, wir haben kein Vetorecht, noch sprechen wir etwaige Denkverbote oder dergleichen aus. Das Streben von Google nach Einfluss bekommen auch Medienunternehmen wie die Süddeutsche Zeitung zu spüren. So hat Google eine digitale Nachrichteninitiative gegründet. Darüber bietet der Internetgigant weltweit seine Kooperation an. Unter den Teilnehmern sind so renommierte Medien wie Spiegel Online und auch die Süddeutsche Zeitung. Der Macht von Google sind sie sich hier durchaus bewusst. Wie groß ist dieser Einfluss? Mächtig, kaum zu überschätzen. Und wenn alle möglichen Initiativen von Google in Lauf gesetzt werden, mit den klassischen Medien zu kooperieren, dann zeigt es schon eine gewisse Lust an. Die machen ja das nicht deswegen, weil sie sagen, wir verneigen uns vor dem tollen Journalismus und vor der Pressefreiheit und vor der demokratischen Aufgabe, die der Journalismus hat. Die machen das, weil es ihnen nützlich ist. Google möchte nach eigenem Bekunden den Qualitätsjournalismus unterstützen. Nicht nur bei der Süddeutschen Zeitung ist man aber misstrauisch. Da liegen jetzt 150 Millionen, die Google bereitstellt, um mit dem klassischen Journalismus schön zu kooperieren. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, wunderbar, funktioniert wie die Mausefalle. Da ist der Speck und die klassischen Medien schnuppern am Speck und die Falle von Google schnappt zu. Man ist sozusagen dieser Kooperation dann ausgeliefert. Dass sein eigener Verlag dennoch an der Initiative teilnimmt, ist für Prantl kein Widerspruch. Man könne sich Googles Vorschläge ja einmal anhören. Google selbst beteuert auf Wieso-Anfrage, dass man Medienunternehmen lediglich beim Übergang in das digitale Zeitalter helfen wolle. Google eröffnen sich durch die Digitalisierung noch weitere Möglichkeiten. Das Deutsche Museum. Mit 28.000 Objekten ist es die größte naturwissenschaftlich-technische Sammlung der Welt. Von den Ursprüngen von Forschung und Wissenschaft bis zu kühnen Visionen der Menschheit. Einen Teil dieser gigantischen Sammlung kann man sich mittlerweile auch digital ansehen. Im Google Cultural Institute, eine Art Google-Museum im Internet. Dazu zählt dieses U-Boot aus dem Jahr 1906 oder ein Nachbau des ersten Computers von Konrad Zuse. Obwohl 100 Millionen Besucher schon im Deutschen Museum waren, wissen wir, dass bei Freischaltung des Portals Deutsches Museum im Rahmen von Google Cultural Institute am ersten Tag über 500.000 Zugriffe auf dieses Portal stattgefunden haben. Über 1 Million naturwissenschaftlicher Bände lagern in den Archiven des Museums. Darunter Werke der Astronomie aus dem 16. Jahrhundert. 50.000 Bände aus dem 19. Jahrhundert sollen demnächst digitalisiert werden. Von Google Books, der größten digitalen Büchersammlung der Welt. Wir haben einen Vertrag, der ist über 30 Seiten, dass alle Rechte, alle Bildrechte der von uns eingestellten Objekte bei Google Cultural Institute bei uns bleiben. Bei den urheberrechtlich freien Büchern ist es natürlich sowieso allgemein gut. Immer mehr Museen und Bibliotheken auf der ganzen Welt lassen ihre vom Zerfall bedrohten Bestände von Google digitalisieren. Einem vergleichsweise jungen Unternehmen. Das ist nicht ohne Risiko. Vielleicht lebt Google noch 50 Jahre, ja, dann wäre es schon sehr alt. Ja. Aber irgendwann gibt es vielleicht diesen Konzern nicht mehr. Was passiert denn dann, wenn auf einmal sich technologisch wieder etwas verändert oder solche Konzerne völlig verschwinden von der Bildfläche und möglicherweise mit ihnen dieser Schatz an kulturellem Erbe? Also das sind ungeklärte Fragen. Wissen, Medizin, Technik. Google dringt in immer mehr Bereiche unseres Lebens vor. Das beschäftigt auch die Politik. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel erwog im Mai 2014 gar öffentlich eine Zerschlagung des Konzerns und warnte vor einem digitalen Totalitarismus.
Google reagierte mit einer Charmoffensive. Bei einer Diskussionsveranstaltung in Berlin kamen sich der Wirtschaftsminister und Google-Verwaltungsratsvorsitzende Eric Schmidt schon näher. Ich war in den letzten 24 Stunden hier in Berlin, einer Stadt, die ich liebe. Und viele Leute haben mich gefragt, ob Google persönliche Daten verkauft. Und die Antwort ist nein. Ich bewundere Google. Ich finde, das ist ein fantastisches Unternehmen. Aber man muss mal gucken, ob dieses Unternehmen eigentlich sozusagen, ob es Spielregeln braucht. Und ich glaube, ja. Heute präzisiert das Gabriel gegenüber Wieso so. Google dürfe seine Marktmacht nicht missbrauchen und müsse sich an Datenschutzgesetze halten. Entsprechende Regelungen müsse die Europäische Union festlegen. Und die EU hat Google längst im Visier. So wirft die EU-Kommission dem Konzern vor, seinen eigenen Shoppingdienst gegenüber der Konkurrenz zu bevorzugen. Google bestreitet das. Der Ausgang dieses Wettbewerbsverfahrens ist noch offen. Beschlossen hat die EU aber bereits neue Regeln zum Datenschutz. Ab 2018 sollen Internetnutzer in ganz Europa mehr Rechte erhalten, auch gegenüber Google. Die Justiz befasst sich ebenfalls mit Google. Der Europäische Gerichtshof gestand im Mai 2014 jedem Bürger ein Recht auf Vergessen zu. Das bedeutet, Google muss nur in Europa unter bestimmten Voraussetzungen Suchtreffer entfernen. Bis heute gingen bei dem Konzern allein aus Deutschland rund 60.000 Löschanträge ein. Das Löschen von gespeicherten Daten ist bei Google heute teilweise möglich. Es ist aber nicht immer einfach. Das eigentliche Problem ist für Kritiker ein anderes. Vielen Bürgern sei nicht klar, wie sehr Google inzwischen unser Leben beeinflusst und dass die Macht des Konzerns immer weiter wächst. Ich halte Google für sehr gefährlich, für brandgefährlich. Es kann nicht sein, dass ein einzelner Konzern eine solche Monopolstellung de facto hat. Die Marktdominanz von Google ist in erster Linie für uns, muss ich sagen, eher komfortabel. Ich nutze auch andere Suchmaschinen. Allerdings muss man auch sagen, dass Google einfach sehr gut ist in den Ergebnissen. Es ist auch eine gewisse Bequemlichkeit der Nutzer, die zu dieser unglaublichen Macht von Google geführt hat.